Hallo, hallo, hallo! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Wir sind heute Felix, the German Architect. Ich weiß, dass man das nicht so ausspricht. Ja, wir sind heute mit Felix unterwegs. Ich habe gedacht, den haben wir auch 100 Jahre schon nicht gesehen. Und wir haben Korrupte. Ich werde bestimmt dem Killer gleich wieder ins Gesicht rennen. Ich kenne das doch schon. Wow! Ich bin dem Killer nicht ins Gesicht gerannt, sondern Trade-Exer. Cool. Wer ist es denn? Habe mir für diese Folge vorgenommen, ein bisschen altruistischer zu spielen und mehr auf meine Mates zu gucken und mich mehr um meine Mates zu kümmern, als dass ich entkomme, weil wir sind so oft entkommen in letzter Zeit. Da ist mir das jetzt aktuell gerade nicht so wichtig, ne? Ich weiß, für euch ist das immer spannender, wenn ich rauskomme und so. Aber ich glaube, es ist auch nicht so schlimm, wenn ich nicht rauskomme. Deswegen, also ich habe mir vorgenommen, so ein bisschen zu versuchen, altruistischer zu spielen. Mal gucken, ob das klappt. Ich bin da noch nicht so von überzeugt. weil ich glaube, die Anna ist echt gut. Das heißt, sie wird uns hier wahrscheinlich den Hintern aufreißen. Und ja. Ich glaube, das wird nicht so einfach sein. Ich glaube, diese Runde zu entkommen wird eher schwierig. Echt jetzt? Ich wollte hier runter. Ich möchte ungern in den Keller retten gehen, weil Geline halt nur auf eins. Wow, was für eine Hitbox die Frau einfach hat. Jane. I'm so sorry for that. Ich muss aber. Oh Gott. Oh Gott, ich bin in die Sackgasse gerannt. Ich weiß, ich komme hier nicht mehr raus. Ich bin komplett falsch abgebogen und in die Sackgasse gerannt. Aber sie haben mich auch erstmal gesucht, glaube ich. Oh Mann, ey. Ja, es ist schon ein besserer Killer als die letzten, die wir so hatten. Ja, ich habe übrigens dunkle Wahrnehmung dabei, dass ich den Killer sehe, wenn ein Generator angeht, aber ich glaube, das ist. Was macht die denn da? Leute, was zur Hölle? Was wird das hier? Was machen die denn? Oh Gott. Also diese Mates sind auch noch nicht so lange im Geschäft, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Ich würde Brummbärchen gern retten, aber ich muss mich selber jetzt erstmal hochheilen. Also die Runde läuft. Trade-Exe ist tot am Haken. Brummbärchen hängt jetzt auch, wie wir alle. Kommt die denn jetzt zu mir? Blöde Kuh, oder?
wieder am Hafen? Ich glaube, die wollte mich nur vertreiben. Okay, der geht retten. Also, die Killerin, die hat einen Lauf, möchte ich sagen, ne? Also, für die sind ja wahrscheinlich alles Babys und die klatscht hier einen nach dem anderen um. Das ist schon echt heavy. Ich versuche mal hier irgendwie an einem Generator was zu machen. Also Felix, unser German Architect, bringt uns kein Glück. So, ne? So gar nicht, gar nicht. Ich komme. Keks. Kekse, Kek, bei Keks ist Rettung da. Der kommt jetzt auch wieder in den Keller, ne? Oder? Oh, tot. Verdammt. Oh. Oh. Verdammt, das habe ich hier gesehen, ne? Oh Gott, hat die mich jetzt gesehen? Ich habe gedacht, die bringt ihn in den Keller. Obwohl die Map eigentlich mit am größten ist, ne? Und für uns gegen Anna eigentlich gut spielbar, aber die hat halt einfach einen Lauf, die Frau. Wir werden hier nicht mehr rauskommen. Hier ist auf jeden Fall Pop mit, ne? Also. Ach ja, so eine Anna ist schon nicht ohne. Jetzt juckt mir mein Ohr, verdammt. Mir juckt mein Ohr. Ich kann es nicht kratzen am Gen, weil wenn ein Skillcheck kommt. Die Scheiße mit, dass der Gen, der am weitesten ist, blockiert wird. Was ist denn das? Ich wette, Brummbärchen macht gar nichts mehr. Dann setze ich mich jetzt an den Gen, dann knallt die vorne wieder Pop drauf. Das ist ätzend. Zu zweit 4 Gens machen. Das schaffen wir nicht. Keine städtische Umgehung. Das wird mir jetzt genick brechen.
Ja, so Brummbärchen arbeitet noch. Gerne einen breiteren Baum. Sieht die mich jetzt? Weiß es nicht. Junge, Junge. Sie hat Brummbärchen. Das ist nicht gut. Ich wollte gerade sagen, wir müssen den hier wegkriegen. Hier irgendwo ein Schrank? Hier benutzt Brummbärchen jetzt als Lockvogel, ne? Ich habe immer das Gefühl, oben rennt einer rum, ey. Ich weiß nicht, ob Brummbärchen hochgeheilt ist. Ich muss für meine Archivaufgabe einfach gerade Gens machen, deswegen versuche den Gen jetzt hier noch durchzuziehen. Und dann versuche ich Brummbärchen zu helfen. Die rennt halt da hinten rum. Sie kommt.
Oh Gott. Es tut mir leid, Brombeerchen, aber das ist echt nervig. Also hier brauche ich jetzt definitiv keine zweite Runde dranhängen. Die geht echt so lang. Und bis Brombeerchen verblutet ist, wird sicherlich auch noch ein bisschen vergehen. Mit der Karte noch nichts abgerannt. Ah. Puh. Das war jetzt mal eine Runde, Leute. So, ihr Lieben, da melde ich mich nochmal aus der Lobby. Ja, nicht aus der Lobby, aus meinem privaten Spielerbildschirm. Ich musste den Chat leider abschneiden, weil der Killer aus Spanien sehr beleidigend mir gegenüber wurde und auch meinen Mitspielern gegenüber. Und das zeigt mir mal wieder, dass DBD einfach keinen After-Chat gebrauchen kann. Und ich verstehe halt nicht, warum sie nicht endlich diesen scheiß After-Chat abschaffen. Die sollen den einfach weglassen, ausblenden, keine Ahnung, dass da keiner mehr irgendwas schreiben kann, weil diese Beleidigungen seitens der Killer oder auch seitens der Survivor, die sind halt einfach so unnötig. Ich weiß nicht, was haben die Leute denn davon? Ich verstehe es halt einfach nicht. Naja, auf jeden Fall, da Grund dessen, dass er uns alle so beleidigt hat und speziell auch mich beleidigt hat am Ende, weil er wahrscheinlich seine 4 Kills nicht hingekriegt hat, habe ich dann gedacht, nee, ich lasse mir das jetzt nicht gefallen, habe entsprechend reagiert und geantwortet. Und habe gedacht, das tue ich euch jetzt auch nicht an. Das habe ich deswegen dann abgeschnitten. Und ja, ich verstehe es halt einfach nicht. Ich glaube, DBD wäre tatsächlich jetzt nicht von der vom Spielerlebnis her, aber so von dem Ganzen drum und dran, um einiges entspannter, wenn die einfach diesen scheiß Chat rausnehmen würden. Oder? Dann sollen sie einfach den Chat löschen, dass keiner mehr irgendwas schreiben kann, weil du kannst ja auch noch da oben deine 5 Punkte vergeben und Daumen hoch, Daumen runter geben. Reicht doch. Für was braucht man diesen Chat? Den braucht kein Mensch. Naja. Ich bin mit Felix rausgekommen. Ich habe noch eine Karte mitgenommen. Ich fand mein Spiel jetzt okay. Und ja, hör jetzt auch über diesen Vollidioten nachzudenken. Aber sowas nervt einen dann halt. Ne? Man denkt sich so, cool, ich hatte eine gute Runde, ich bin rausgekommen und dann kommt der Killer und beleidigt dich aufs Übelste. Und das ist halt, das geht halt einfach gar nicht. Naja. So ist das aber in DBD. Und ich höre jetzt auf, hier Mimimi zu machen. Ich bedanke mich bei euch, wie immer, fürs Zugucken. Wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.